Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Deutschland beteiligt sich in einem gewissen Umfang an internationalen Polizeimissionen. Und die Arbeit, die dort geleistet wird, auch durch Sie, meine Damen und Herren, die Sie heute als Vertreterinnen und Vertreter dieser Menschen hier sind, ist ein wichtiger Bestandteil politischer Friedenssicherung. Und es ist gut und richtig, dass wir heute den Beamtinnen und Beamten dafür danken. Diese Arbeit, sie liegt natürlich im Interesse der Zielländer, denn es liegt im Interesse der Staaten, in denen die Einsätze stattfinden, dass eine fragile Rechtsordnung unterstützt wird. Wir sollten uns aber auch immer vergegenwärtigen, dass die Arbeit, die in internationalen Polizeimissionen erfolgt, auch in unserem eigenen Interesse, im Interesse der Bundesrepublik Deutschland und im Interesse der Europäischen Union erfolgt. Denn oft genug sind es schwache Institutionen, oft genug ist es eine Polizei, der man nicht vertrauen kann, Faktoren, die dazu führen, dass Menschen sich auf den Weg nach Europa machen. Faktoren, die dazu führen, dass es Konflikte gibt, dass es Gewalt gibt. Und weil das so ist, gibt es hier im Haus eine große Einigkeit darüber, dass der Einsatz in internationalen Polizeimissionen gut und richtig ist. Und deswegen, meine Damen und Herren, steht ja auch im Koalitionsvertrag drin, dass es eine Stärkung des Einsatzes in internationalen Polizeimissionen geben soll. Deswegen hat sich die Bundesrepublik Deutschland in internationalen Vereinbarungen verpflichtet, mehr Personal bereitzustellen in internationalen Polizeimissionen. Und jetzt liegt uns ein Bericht über internationale Polizeimissionen vor, der leider für das Jahr 2017 einen neuen Tiefstand konstatiert. Der Herr Staatssekretär hat es gerade schon ausgeführt. 176 erfolgreiche Bewerbungen von deutschen Beamtinnen und Beamten auf 501 offene Stellen. Das ist zu wenig. Wir erreichen Stand heute unsere eigenen Anforderungen im Bereich der internationalen Polizeimissionen nicht, meine Damen und Herren. Und die Bundesregierung, sie führt in ihrem Bericht einige Gründe dafür auf, warum das so sein kann. Und manche dieser Gründe sind auch interessant, aber bei manchen anderen Fragen, da stellt man sich dann schon die Frage, ob das nicht ein bisschen zu kurz gesprungen ist. Ich habe mich schon gewundert, dass es in dem Bericht unter anderem heißt, dass die Zahl der Bewerber zurückgegangen sei, weil die Zahl an frankophonen Ländern gestiegen sei. Das ist zu kurz gesprungen, denn die Einsätze in internationalen Polizeimissionen, die bemessen sich ja nicht nur nach der Zahl der Einsatzländer, sondern sie bemessen sich auch nach Schwerpunkten. Und hier spielt Afghanistan eine ganz wichtige Rolle. Der Löwenanteil geht nach Afghanistan und da wird nur wirklich alles gesprochen, aber kein Französisch. Deswegen ist das zu kurz gesprungen. Es liegt vielmehr an anderen Fragen. Es liegt daran, dass die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten oftmals berichten, dass es vom Zufall abhängt, ob das Engagement, was im Ausland stattfindet, gewertschätzt wird. Dass es vom Zufall abhängt, dass der Vorgesetzte, ob der Vorgesetzte, den man hat, ein Verständnis dafür entwickelt, dass die Erfahrungen, die man im Ausland gemacht hat, wertvoll sind für die Arbeit vor Ort. Und deswegen ist es wichtig, dass internationale Polizeiarbeit im Stellenplan fest verankert wird. Deswegen ist es wichtig, dass internationale Polizeiarbeit fest verankert wird in der Absprache zwischen Bund und Ländern, damit keine Polizeibeamtin und kein Polizeibeamter, der diese wichtige Aufgabe für uns übernimmt, nach dem Auslandseinsatz auch noch einen Nachteil davon hat. Das hat nichts mit Respekt und Wertschätzung zu tun und deswegen muss sich daran etwas verändern. Und meine Damen und Herren, von den Grünen, da finden sich ja einige spannende Ansätze in Ihrem Antrag. Sie beschreiben ja, wie das gehen könnte in der Absprache zwischen Bund und Ländern. Wir können diesem Antrag der Grünen aber leider trotzdem nicht zustimmen. Und das hat etwas mit dem Thema Frontex zu tun. Schon die Bundesregierung benutzt Frontex ja als Entschuldigung in ihrem Bericht dafür, dass die Zahlen im Bereich internationaler Polizeimissionen nicht wachsen können. Und das kann nicht sein. Es ist die Aufgabe der Bundesregierung, sowohl genügend Polizeipersonal bereitzustellen für internationale Friedenssicherungsmaßnahmen als auch für Frontex. Beides ist wichtig. Und am grünen Antrag ist zu kritisieren, dass hier Frontex und andere Polizeieinsätze im Ausland gegeneinander ausgespielt haben. Meine Damen und Herren, unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, sie haben Respekt und Wertschätzung und Anerkennung verdient für Einsätze bei Frontex und bei der Polizei. Es gibt nicht schlechte und gute Polizeieinsätze. Es gibt die Einsätze, die nötig sind, die im Rahmen der UNO, im Rahmen der EU und im Rahmen anderer Polizeimissionen stattfinden. Deswegen nehmen wir diesen Bericht zur Kenntnis, würden uns da ein bisschen mehr Kreativität wünschen und können dem grünen Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Die Kollegin Ulla Jeltke hat das Wort für